Ha, Lilo. Heute mal wieder ein interessantes Thema. Und zwar habe ich es gefunden. Und zwar habe ich es gefunden. Auf ubuntuusers.de. Ein How-To. Ubuntu auf dem Android-Smartphone. Wie komme ich da hin? Ich hatte probiert auf meinem kleinen Smartphone, beziehungsweise Android auf meinem TV, ein App. Ne? Das hieß Ubuntu No Root. Und habe ich gesehen, das war ganz eigenartig. Da lief Ubuntu parallel zu meinem Android. Und da habe ich mich gefragt, wie geht denn das? Ne? Wie kann das sein? Da wurde einfach ein Ordner angelegt, Ubuntu, eigentlich physisch, und dann wurde mir ein Ubuntu Desktop angezeigt, obwohl mein eigentliches Android-System bestehen blieb. Da habe ich mich interessiert und da habe ich dann mal geguckt, wie geht sowas in der Theorie, diesen Artikel gefunden. Und dieser ist nicht ganz einfach zu verstehen. Und deshalb hier mal die abgespeckte Version. Also ihr lest euch im Anschluss dann den Artikel mal genauer durch. Also ich werde es jetzt mal so ein bisschen mit meinem Wissen ergänzen, damit man überhaupt versteht, was der Kerl hier gemacht hat. Android, ne? Android-Smartphone. Oder wie bei mir zum Beispiel auf dem Fernseher, ne? Und Android-Betriebssystem ist da drauf. Gleichzeitig soll Ubuntu ausgeführt werden. Da habe ich gedacht, wie geht das denn? Ne? Wie geht das? Gut. Folgendes macht der gute Mann. Ich verkürze das hier mal. Diese Smartphones haben ARM-Prozessoren. Und als erstes macht er Folgendes. Er erstellt sich eine Image-Datei, so ähnlich wie wir es kennen, Ubuntu-Image. Ne? Wir kennen vielleicht ein ISO-Image oder USB-Stick, wo wir schon mal Ubuntu drauf installiert haben. Ne? Da sind die Dateien von Ubuntu in einer Image-Datei zusammengefasst. Ne? Das ganze Betriebssystem steckt da drin. Und da erstellt er im ersten Schritt mal seine Image-Datei, die zu diesen ARM-Prozessoren, die die Smartphones nun mal so haben, hat. So. Dieses Smartphone hat eine SD-Karte, eine Speicherkarte. Ne? Irgendwo muss ja der Krempel mal gespeichert werden. Da legt er sich einen Ordner an, namens Ubuntu. Da rein kopiert er dieses Image, ne? Diese Image-Datei ist jetzt kein ISO-Image, aber sowas ähnliches. Passend zu den ARM-Prozessoren, ne? Damit die das auch ausführen können, damit das kompatibel ist. Dann haut er dort noch eine Shell-Datei rein, eine Ubu Shell SH. Und macht Folgendes, dann hat er sich noch eine App installiert. Android Terminal Emulator. Mit dem Android Terminal Emulator führt er diese Shell aus. Ja, das führt dazu, dass diese Image-Datei eingehängt wird. Ja, diese Image-Datei, dass die quasi ausgeführt wird, dass man da auf eine Shell kommt. Nachdem man auf eine Shell da drauf ist, dann führt er da noch mehrere Befehle in dieser Shell aus, die dann quasi auf dem Image ausgeführt werden und startet einen Server, nein, VNC. Server. Und als nächstes startet er eine App, Android VNC Viewer, und nimmt quasi mit dem Server Kontakt auf, der auf dem Image läuft. Und dann sieht er den Ubuntu Desktop. So funktioniert das im Prinzip. Gut, Ordner namens Ubuntu hat er sich angelegt. Ne? Diese Shell hat er da reingemacht. Was macht diese Shell? Diese Shell wird ja ausgeführt von diesem Android Terminal Emulator. Ne? Terminal Emulator, damit man mal auf eine Kommandokonsole kommt. Da verschafft er sich mit SU Admin-Rechte, wechselt in den Ordner, dann von der Kommandozeile aus, in diesen Ordner namens Ubuntu und führt diese Shell aus als Administrator. Was macht diese komische Shell? Die macht was mit chroot oder change root. Das sorgt dafür, dass dieses Image quasi eingehängt wird, ne? Das Image eingehängt wird. Und dass man auf die Bash kommt, die in diesem Image drin steckt. Ja, in diesem Image sind ja die Dateien drin. Kennen wir ja, wenn wir jetzt Ubuntu mal auf dem USB-Stick oder CD, dann ist in diesem Image sind ja die Dateien drin. Zum Beispiel auch Bash. Ne, bin Bash. Das ist die Shell. Ne, die Shell, also die Kommandozeile. Und die führt er aus. Er verschafft sich also mit dem Terminal Administrator Emulator Adminreste, wechselt in den Ordner. Führt diese Ubuntu Shell aus, die jetzt noch auf dem Android läuft, ne? Also noch nicht auf dem Image. Dann setzt er ein paar Umgebungsvariablen, die notwendig sind für chroot. Sehen wir gleich. Dann erzeugt er ein paar Verzeichnisse, immer noch außerhalb des Ubuntu Images, ein Mountpunkt, ja. Dann macht er Tricks und Späßchen mit einem sogenannten Loop Device. Loop Device. Wikipedia haben wir geguckt, blockorientiertes Gerät, das als Speicher hier in dem Fall die Ubuntu Image-Datei nutzt. Und die mountet er in Data Local Mount, das ist halt für Change Root ein Ordner.
Und dann hängt er, ja, change root, ändere das Wurzelverzeichnis, dieses Loop-Device, das da gemountet wird, ja, unser Ubuntu-Image wird gemountet. Und dieses gemountete Ubuntu-Image, das man quasi eingehängt hat, so ich sag mal so ähnlich wie man einen USB-Stick einhängen kann oder eine CD einhängen kann, hat er das eingehängt und mountet das und führt gleichzeitig bin-bash aus. Bin-bash von diesem Image. Das Image ist eingehängt, sagen wir mal ähnlich wie ein USB-Stick ist eingehängt. Ja, hier ist es ein Loop-Device, ne, wo man einfach sagt, das ist ein blockorientiertes Gerät, das als Speicher die Image-Datei nutzt. Ja, gut. Mit diesem changeRoot-Befehl führt er quasi diese Image-Datei, zwar das bin-bash aus, das ist eine Shell. Und deshalb heißt das Ding auch Ubuntu Shell. Gut. Diese Shell, da ist er da drauf. Ja. Und arbeitet, nachdem er ubu-shell.sh, also außerhalb von dem Image ausgeführt hat, mit der richtigen Shell von dem Image, ne? Von dem eingehängten Ding. Ne? Als hätte ich einen USB-Stick eingehängt und würde mit der Shell dieses USB-Sticks, sage ich jetzt mal, arbeiten, nur dass es kein USB-Stick ist, sondern halt ein Loop-Device eingehängt ist. Wunderbar, mit dieser Bash arbeitet er. Dann packt er in dieses Image, ne, in diese Image-Datei, die jetzt so funktioniert, als wäre das ein ganz normaler Ordner, packt er ins Root-Verzeichnis noch zwei init- und init-kill-Dateien rein und installiert einen tight-vnc-Server, einen Server. Und er installiert noch den lxde-desktop. Alles in diese Image-Datei, ne? Als ob man das auf einem USB-Stick, ich sag das mal immer vereinfacht, kopieren würde. Ne? Gut, nachdem das so vorbereitet ist, ja, startet er diesen Server, ja, der jetzt quasi ein Programm ist in meiner Image-Datei. Das läuft. Wird ausgeführt, ne? Mit Admin-Rechte, ne? Haben wir ja gesagt, hier für die Shell aus, hängt das Ding ein, arbeite mit der Shell, ich habe Admin-Rechte und startet quasi ein Server, der dann auf meinem Smartphone läuft. Ein Tide-VNC-Server. Und jetzt, nachdem der LXDE-Desktop installiert ist, ne, ich bin ja immer noch im Android-Terminal-Emulator, der hat ja keine grafische Benutzeroberfläche. Ich sehe zwar, ne, ich kann da mit der Shell arbeiten, also dem schwarzen Fensterchen, sage ich jetzt mal, kann da hin und her kopieren, aber ich will jetzt einen grafischen Desktop haben. Dafür braucht er dann diesen Tide-VNC-Server, den er da installiert hat. Dann kann er sich einfach mit apt-get-install nachinstalliert. Hat den gestartet. Und jetzt wechselt er aus dieser App zu dieser App. Ne? Zu dieser App. Gibt dort dann die Daten ein, um auf den Server zuzugreifen. Die kennt er ja, hat er selber eingerichtet. Und sieht dann die grafische Benutzeroberfläche, also den LXDE-Desktop, der dort in diesem Image läuft. Das ist ganz verrückt gemacht. Ist unheimlich interessant, da macht er noch mehr Späßchen. Und greift noch von seinem PC drauf zu, mit SSH und solche Geschichten. Aber das würde wahrscheinlich jetzt zu weit führen. Aber deshalb ist also möglich, obwohl das Android-Betriebssystem quasi gar nicht angetastet wird, das ist weiterhin verfügbar und geht nicht kaputt hier. Ja, er legt ja nur einen Ordner an, startet so eine Shell, arbeitet in dem Image, startet einen Server auf meinem Smartphone, auf den kann er zugreifen, ne, auf den könnte er natürlich auch von außen zugreifen, zeigt er auch mit SSH. Und mit dieser App Android VNC Viewer greift er quasi darauf zu, wie auf einen Remote Desktop, sage ich jetzt mal, ne, wie auf einen virtuellen Desktop eines entfernten Servers, nur dass der entfernte Server hier auf meinem eigenen Smartphone läuft. Dann sehe ich quasi den, ich sage mal vereinfacht RDP, den grafischen Desktop von meinem Ubuntu-Image auf meinem Smartphone. Sollte man aber allerdings nur tun, wenn man schnelle Prozessoren hat, also mehrere und ein schnelles Smartphone. Ich habe es mal auf meinem kleinen Wohnzimmer-Android probiert mit dem Ubuntu nur Root und das war ziemlich langsam. Und außerdem hatte ich da keine Root-Rechte. Mit dieser Anleitung, die ihr habt, könnt ihr dann auch zum Beispiel auf die SD-Karte zugreifen, zum Beispiel, weil die auch noch gemountet wird. Sieht man weiter unten, wenn ich es jetzt wieder finde, auch noch auf die
Da ist es doch. Mount the phone's SD card storage so it's accessible from Ubuntu. So dass man auch auf seine eigene SD-Karte noch zugreifen kann von dem Ubuntu-Image aus. Was dann mit zum Beispiel Ubuntu No-Root wahrscheinlich nicht so einfach funktioniert. Gut, aber das ist natürlich kein Ubuntu-Smartphone dann in dem Sinne, ne, wo dann nur noch Ubuntu draufläuft. Das ist wieder was ganz anderes. Aber es war mal interessant. Könnte auch für die Leute interessant sein, die sich mal mit dem CH-Root, also Change-Root, mal beschäftigen wollen. Damit hat man ja so eine Art, ja, ich sag jetzt mal, Sandbox, ne? Eine Sandbox, wo man Dinge drin laufen lassen kann, ist zwar nicht so gedacht als Sandbox, aber so ähnlich, ne? Man kann ja quasi in so einem Image das Root-Verzeichnis darin umändern und kann darin arbeiten. Könnt ihr ja mal mit rumtesten. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.